Vor wenigen Tagen erschienen die letzten beiden Folgen von Stranger Things Staffel 4 bei Netflix. Mit insgesamt knapp 4 Stunden Staffelfinale wurde den Fans ein waschechtes Spektakel geboten, das direkt Lust auf die 5. und letzte Staffel macht. Die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer wurden mit Lob für die aktuelle Staffel regelrecht überhäuft. Sie gaben zunächst bekannt, dass sie diesen Monat erstmal Urlaub machen. Ab der ersten Augustwoche geht es dann los mit der Anfertigung des Skripts von Staffel 5. Klar ist, dass die grobe Idee des Serienfinales bereits seit geraumer Zeit feststeht. Wie die Duffer-Brüder in der Vergangenheit öfter betonten, stand die Geschichte rund um die beliebte Truppe aus Hawkins bereits fest, bevor auch nur die erste Kamera lief. Während man sich vor allem in Staffel 4 mit überlangen Folgen beschäftigen durfte, wird sich das in Staffel 5 ändern. Im Happy Sad Confused Podcast sprachen die beiden darüber, dass sich die Laufzeit der Folgen wieder auf ein normales Maß reduzieren wird. Das gelte allerdings nicht für die allerletzte Folge. Die solle mindestens genauso episch werden wie das Finale von Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Man möchte den Zuschauern genügend Zeit für den emotionalen Abschied der Figuren geben, was bei einer derart beliebten Serie sicherlich die richtige Entscheidung ist. Auf großes Vorgeplänkel sollte man sich in den ersten Folgen auch nicht einstellen, denn wie das Ende von Staffel 4 bereits veranschaulicht, haben die Protagonisten mehr als genug zu tun. Hinsichtlich der Dreharbeiten gab es außerdem ein paar informative Worte von Hopper-Schauspieler David Harbour. Dieser verriet gegenüber der britischen GQ, dass die Dreharbeiten im Laufe des nächsten Jahres starten und somit ein Release Mitte 2024 realistisch erscheint. Wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns auf weitere Informationen zur Stranger Things Staffel 5. In den vergangenen Tagen gab es einige neue Informationen und Bilder zum kommenden Avatar The Way of Water. Die Bilder, die exklusiv vom Empire Magazine veröffentlicht wurden, zeigen viele neue und alte Figuren und machen definitiv Lust auf mehr zur Avatar-Fortsetzung, die im Dezember starten soll. Auf einem Bild sehen wir zum ersten Mal Schauspielerin Kate Winslet in ihrer neuen Rolle als Ronal. Ronal ist eine Stammesanführerin, die gemeinsam mit Tonovari, gespielt von Cliff Curtis, einen Unterwasserstamm der Navi anführt. Tatsächlich ist sie auch schwanger, was man auf dem veröffentlichten Bild allerdings nicht erkennen kann und was sie auch nicht davon abhält, in den Kampf zu ziehen. Kate Winslets Auftritt in Avatar 2 ist übrigens die zweite Zusammenarbeit zwischen ihr und James Cameron. Die erste war der Welthit Titanic. Ein anderes Bild zeigt Sigourney Weaver, deren Auftritt ebenfalls bereits seit längerem feststeht. Viele hat das gewundert, schließlich ist ihre Figur Dr. Grace Augustine eigentlich im ersten Teil gestorben. Wie sie selbst in einem Interview bekannt gab, wird sie auch nicht in diese Rolle zurückkehren, sondern in die der jugendlichen Adoptivtochter Kiri, die von Jake und Neytiri großgezogen wird. Es ist eine ziemlich große Überraschung, denn somit spielt die 72-jährige Weaver nun eine junge Navi im Teenie-Alter, was durch Motion Capture und digitale Verjüngung möglich gemacht wurde. Eine echte Herausforderung für die Schauspielerin, die ihr aber allem Anschein nach sehr viel Freude bereitet hat. Ein weiterer totgeglaubter Rückkehrer ist Stephen Lang als Colonel Miles Quaritch. Er ist der Antagonist des ersten Teils und wurde klar erkennbar von mehreren Pfeilen durchbohrt. Auch bei ihm ist nun klar, in welcher Form er zurückkehren wird. Auf einem Bild sieht man ihn in seinem neuen Avatar-Körper. Anscheinend hat das Bewusstsein des Bösewichts seinen physischen Tod überlebt. Nun fristet er also sein Dasein in seinem neuen blauen Körper und ist mit Sicherheit alles andere als glücklich über seinen vermeintlichen Tod durch die Navi. Damit würde er den Ureinwohnern von Pandora körperlich in nichts nachstehen und sogar zu einem noch gefährlicheren Widersacher werden als zuvor. Generell scheint die RDA noch stärker geworden zu sein. Neben verbesserten Avataren haben sie auch eine neue Stadt namens Bridgehead errichtet. Damit will man mit Hilfe verschiedener Maschinen und Werkzeuge nun die Unobtanium-Vorräte in den Meeren Pandoras ausbeuten. Weitere Bilder zeigen ein neues, walartiges Geschöpf, eine Gruppe Navi sowie zwei thematisch passende Cover vom Empire Magazine. Auch James Cameron hatte ein paar Worte gegenüber Empire zu sagen. So verglich er die kommenden Avatar-Filme mit der Herr-der-Ringe-Saga. Der große Unterschied zwischen der Herr der Ringe und Avatar sei jedoch, dass man bei ersterem auf einer Buchreihe aufbauen konnte, während Cameron quasi selbst die Vorlage schaffen musste. Das erklärt zumindest die sehr lange Wartezeit von 13 Jahren zwischen Teil 1 und 2. Avatar The Way of Water erscheint am 14. Dezember 2022 in den Kinos. Im vergangenen Juli erschien mit Godzilla vs. Kong nach mehrmaligem Verschieben der bis dato erfolgreichste Film der Pandemie in den Kinos. Mit knapp 450 Millionen US-Dollar Einspielergebnis und größtenteils positiven Rezensionen war eigentlich klar, dass irgendwann ein Sequel kommen wird. Ziemlich genau ein Jahr nach Release gibt es nun erste konkrete Informationen dazu. Wie ComicBook.com in Erfahrung gebracht hat, wird im australischen Bundesstaat Queensland ein Godzilla vs. Kong Sequel gedreht. Das Projekt ist zwar noch ohne offiziellen Titel,
Die Bekanntgabe des Drehorts verspricht aber einen baldigen Start der Dreharbeiten. Zusätzlich häufen sich Berichte zu einem möglichen Startdatum des neuen Monsterverse-Films. Laut The Hollywood Reporter soll der Nachfolger am 15. März 2024 starten und an die Ereignisse des Vorgängers anknüpfen. Mehr ist zur Handlung aber noch nicht bekannt. Hinter der Kamera sorgt Adam Wingard erneut für die Regie, während man mit Downton Abbey-Schauspieler Dan Stevens bereits den ersten Hauptdarsteller gefunden hat. Wir rechnen mit weiteren Informationen, sobald die Dreharbeiten offiziell gestartet sind. Es gibt noch weitere Neuigkeiten aus dem Monsterverse, und zwar von der noch titellosen Live-Action-Serie von Apple TV+. Wie der Streamingdienst enthüllte, gibt es bereits eine Reihe an Schauspielern, die offiziell bei der Godzilla-Serie dabei sind. Einen ersten bildlichen Eindruck kann man auf dem offiziellen Twitter-Account von Legendary bekommen. Mit dabei ist zum einen Pachinko-Schauspielerin Anna Sawai, die ehemalige Lehrerin und G-Day-Überlebende Kate spielt. Diese begibt sich auf die Reise nach Japan, um Familienangelegenheiten zu regeln. Zu ihr gesellt sich die Dope-Schauspielerin Kiersey Clemons. Sie spielt May, eine US-amerikanische Exilantin in Japan, die trotz ihres bisweilen schroffen Auftretens einen ausgeprägten Beschützerinstinkt hat. Der dritte im Bunde ist Joe Tippett, der zuletzt in der HBO-Serie Mayor of Easttown zu sehen war. Er spielt den Büroangestellten Tim, der sich nichts lieber wünscht, als ein Geheimagent zu sein. Das bringt ihn wegen der daraus resultierenden Selbstüberschätzung das ein oder andere Mal in Bedrängnis. Die letzten beiden Schauspieler sind Versailles-Star Elisa Lasowski und Hollywood-Newcomer Ren Watabe, die jeweils eine erfahrene Agentin namens Duval und einen jungen, neugierigen Mann namens Kentaro verkörpern. Als Showrunner wird Chris Black fungieren, der bereits als Autor und Produzent von Star Trek Enterprise in Erscheinung getreten ist. Außerdem mit dabei ist Hawkeye-Autor Matt Fraction, der das Drehbuch übernehmen wird. Als Produzenten wurden Joby Harold und Tori Tunnel von Safehouse Pictures sowie Hiro Matsuoka und Takamasu Arita von Tohu verpflichtet. Ein Startdatum für die Serie von Apple TV Plus gibt es leider noch nicht. Bereits diesen August startet die neue Star Wars-Serie Andor bei Disney+. Vor wenigen Tagen gab es zudem nicht nur ein erstes Bild, sondern auch erste Informationen zu der Serie. Auf dem Bild, das exklusiv vom Empire Magazine veröffentlicht wurde, sehen wir Stellan Skarsgård und Diego Luna. Luna wird erneut die Rolle des Rebellen Cassian Andor übernehmen, der bereits in Rogue One: A Star Wars Story einen verhängnisvollen Auftritt hatte. Die Serie soll hingegen als eine Art Prequel zu Rogue One fungieren und die Figur des titelgebenden Helden in ein neues Licht rücken. Weitere Details verriet Serienschöpfer Tony Gilroy in einem Interview mit dem Empire Magazine. Demnach wird die 5 Jahre umspannende Handlung innerhalb von 2 Staffeln erzählt. Die Episoden sollen dabei in verschiedene Erzählblöcke aufgeteilt werden. In Staffel 1 und 2 wären das dann jeweils 4 Blöcke mit 3 Folgen, also insgesamt 24 Folgen. Zwischen den Blöcken liegen dann immer gewisse Zeitsprünge, um die Langwierigkeit der Rebellion zu verdeutlichen. In Staffel 1 wird nur 1 Jahr abgedeckt, in Staffel 2 dann die restlichen 4 Jahre bis Rogue One. Klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Konzept, das Andor von bisherigen Live-Action-Serien wie The Mandalorian oder Obi-Wan Kenobi abgrenzt und in dieser Form neu im Star-Wars-Universum ist. Neben Skarsgård und Luna wurden unter anderem Forest Whitaker als Saw Gerrera, Ben Mendelsohn als Orson Krennic und Genevieve O'Reilly als Mon Mothma verpflichtet. Wir sind auf jeden Fall auf den Start von Andor am 31. August 2022 bei Disney Plus gespannt. Mit 6 Oscars war Denis Villeneuves Dune aus dem vergangenen Jahr der Film mit den meisten Auszeichnungen bei den diesjährigen Academy Awards. Aber nicht nur bei der Jury, sondern auch bei Fans und Filmkritikern kam der Blockbuster ziemlich gut an. Ein Sequel war deshalb schon kurz nach Kinostart beschlossene Sache. Wie Collider berichtet, startet das sogenannte Pre-Shooting bereits diesen Monat in Italien, genauer gesagt beim Tombabrion in der Provinz Treviso. Das moderne Kunstwerk passt perfekt zur monumentalen Bauart von Dune. Ende des Monats sollen die richtigen Dreharbeiten in Budapest unter der Regie von Denis Villeneuve starten. Auf Seiten des Cast werden wir einige Gesichter des ersten Teils wiedersehen, darunter Timothy Chalamet als Paul Atreides, Zendaya als Chani, Rebecca Ferguson als Lady Jessica, Javier Bardem als Stilgar und Stellan Skarsgård als Baron Vladimir Harkonnen. Als Neuzugänge bestätigt sind außerdem Lea Seydoux als Lady Margot und Christopher Walken als Imperator Shaddam IV. Außerdem werden Florence Pugh als Prinzessin Irulan und Austin Butler als Faith Rautha ihr Debüt feiern.
Trotz der erfreulichen Neuigkeiten zum Drehstart gibt es noch einen kleinen Dämpfer, was das Startdatum angeht. Wie The Hollywood Reporter berichtet, hat sich Warner Brothers dazu entschieden, Dune Teil 2 nach hinten zu verschieben. Allzu große Sorgen sollten sich Fans aber nicht machen, denn der Kinostart wurde lediglich um wenige Wochen von Oktober 2023 auf den 16. November 2023 angepasst. Neben Dune Teil 2 befindet sich auch eine Serie namens Dune The Sisterhood in Produktion. Das Spin-off dreht sich um die Bene Gesserit und der Pilot wird sogar von Denis Villeneuve höchstpersönlich inszeniert. Wann genau die Serie starten soll, ist allerdings noch nicht bekannt. Das waren unsere News für diese Woche. Wer mehr zum kommenden Transformers Aufstieg der Bestien erfahren möchte, dem empfehlen wir unser umfangreiches Original vom vergangenen Mittwoch. Außerdem gibt es den ersten Trailer zum starbesetzten Amsterdam zu sehen. Mit Margot Robbie, Christian Bale, Robert De Niro und vielen weiteren. Also schaut euch gerne auf unserem Kanal ein bisschen um. Bis zum nächsten Mal.